Herzlich willkommen zu einem neuen Videovlog, meine Lieben. Wie ihr seht, ist das Wetter irgendwie beschissen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Fürchterlich. Es ist kalt und windig und mach mal rüber. Ein kleines Kind bleibt stehen. Ja, das ist gut. Ja, wir haben nur so um die 10 Grad oder so. Also es ist verdammt kalt. Ich werde auch nicht so lange fahren, dann dementsprechend jederzeit kann was Nasses runterkommen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Naja, aber ich dachte, ich melde mich nochmal bei euch. Man weiß ja nicht, wie das wird in Zukunft. Von daher. Achso, ja. Was ich aber sagen wollte, ist nochmal wegen meinem Bein. Also ich werde wohl doch operiert werden müssen. Das kriegen die einfach nicht in den Griff, die Leute. Das ist nun mal so. Sieht nicht so gut aus mit meinem Bein. Da wird der Heilungsprozess bestimmt danach, das hat der Chirurg aber schon gesagt, auch noch mal erheblich lang dauern. Also weiß ich noch nicht mal, wann ich wieder Motorrad fahren kann. Termin steht ja auch noch aus. Wann es dann losgeht, dann würde ich mich bei euch auch noch mal rechtzeitig melden. Das steht also, das ist alles noch offen. Ja, ich habe mir mal überlegt, was ich heute für euch so machen könnte oder euch anbieten kann. Und ich habe ja damals mal, naja, 3 Jahre jetzt her, eine ZZR 600 gefahren. Also eher auch so eine Sportmaschine, die auch relativ zu war unten. Auf jeden Fall habe ich die ja nochmal schön hergerichtet. Und schrottreif gekauft sozusagen. Und dazu muss ich sagen, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ich bin keine Mechatronikerin, wie man so ein Motorrad auseinanderfriemelt und wieder zusammen. Auseinander geht ja immer recht leicht, Leute. Zusammen ist immer das Problem, ne? Auf jeden Fall habe ich eine Fotostrecke gemacht und wollte euch nur mal sagen, das werde ich einblenden für euch. Dann könnt ihr mal gucken, wie meine vorige Maschine aussah. Ich konnte sie einfach auch nachher nicht mehr fahren, aus dem einfachen Grund wegen meinem Rücken. Man sitzt da doch recht weit vorne rüber gebeugt, halt sehr sportlich, und mit der Sitzposition kam ich einfach nicht mehr klar. Ganz, ganz viele Teile gehabt, die ich gewechselt habe. Also ich kann das nachher auf den Fotos auch sehen. Das ganze Vorderrad, die Bremsen, das war alles total verrostet. Das musste ich alles austauschen. Die Räder, die musste ich dann auch befreien von dem ganzen Rost und dem ganzen Dreck. Dann habe ich sie neu lackiert, die ganze Maschine nachher nochmal neu lackiert, weil sie doch übelst ausgesehen hat. Thank you.
Ja, ich hoffe, euch wird, wird so meine Fotokollage euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie ich was mal gemacht habe, oder dann könnt ihr mir das gerne unter den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich habe den Beruf nicht erlernt. Ja, was ich noch natürlich genommen habe, ich habe mir das Buch geholt, dieses Reparaturhandbuch. Das kann man sich für jede Maschine auch bestellen, organisieren selbst. Und von daher, ja, was ich nicht selber gemacht habe, waren ja die Reifen, das habe ich euch schon erklärt. Und was natürlich auch nicht ging, das ist der Vergaser. Ja, die Dame hat, glaube ich, 6-7 Jahre gestanden bei dem vorigen Besitzer, um sie so herzurichten, dass sie natürlich auf TÜV-tauglich ist, musste ich sie erstmal zum TÜV schieben. Das war das eine, weil es ist bei mir zwar um die Ecke eine Werkstatt, die TÜV anbietet, aber das Baby hat 230 Kilo gewogen und das war schon anstrengend. Fahren durfte ich sie nicht, weil die Zulassung gibt es nur mit einem gültigen TÜV-Bericht und mit der Plakette. Also ich hatte das nicht ganz so einfach. Ich konnte weder Probe fahren noch sonst was. Ich habe sie dann einfach mal zum TÜV geschoben, nachdem ich mit meinen Basteleien an ihr fertig war. Ja, ich bin denn leider beim ersten Mal durchgefallen und einfach nur wegen dem Vergaser. Also ich habe die, Gott, ist es laut hier drin, ich habe die Abgasuntersuchung halt nicht bestanden. Aber sie waren doch schon begeistert, so was ich alles selbst gemacht habe mit der Maschine, und ja, dann habe ich sie für einen Vergaser eben abgeben müssen damals. Weil das ist natürlich eine Sache, das konnte ich einfach nicht. Auch das war zwar im Buch beschrieben, aber man muss auch Messgeräte haben und, also einfach ist das bestimmt nicht.